Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute besprechen wir den Diaghilev von Roger Parfum. Und ich sage euch, warum ihr den Duft nicht kaufen solltet. Und ich sage euch, was eine viel, viel bessere Alternative wäre und womit ihr auch noch deutlich an Geld sparen könnt. Deswegen bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, auch auf dem Weg nochmals herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin und wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, dreht sich hier alles auf dem Kanal um das Thema Parfüm. Und wie vor dem Intro erwähnt, reden wir heute über den Diaghilev von Roger Parfum. Das ist, und ich falle da einfach jetzt mal gleich mit der Tür ins Haus, das ist ein schweineteurer Duft. Das ist ein Duft, für den der Hersteller 1000 Euro aufruft. Und ich sage euch jetzt in dem Video, warum ihr den Duft nicht kaufen solltet. Ich erkläre euch das auch, ob ihr letztendlich dann darauf hört. Ja, das muss natürlich jeder selber wissen, aber ich denke, dass ich hier ein paar ganz gute Argumente habe, um euch nicht den Kauf auszureden, denn das will ich nicht. Wenn ihr den unbedingt kaufen wollt, dann sollt ihr euch den kaufen, aber dass ihr vielleicht einfach nochmal vorher über den Kauf nachdenkt. Denn 1000 Euro ist meiner Meinung nach kein Duft wert. Jetzt ist das Problem, dass viele sicherlich sehen, dass ich euch vor ein paar Wochen erst über einen Duft berichtet habe, den ich mir gekauft habe, der 600 Euro gekostet hat. Das war der Xertschow Om. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann verlinke ich es euch, wenn ich dran denke, oben in der Infobox. Und jetzt werden sicherlich viele denken, ja, wie kannst du uns hier einen 1000 Euro Duft ausreden wollen, wenn du dir selber einen Duft für 600 Euro kaufst? Auch da habe ich eine Begründung für. Und zwar ist die folgendermaßen: Ich hätte mir den Xertschow Om definitiv nicht gekauft, wenn der 600 Euro offiziell gekostet hätte. 600 Euro sind Listenpreis von Xertschow. Ich habe die 100 Milliliter, das habe ich auch in dem Video erwähnt, aber viele gucken die Videos ja nicht zu Ende und deswegen sehen sie dann auch nicht, dass ich nicht den vollen Listenpreis für den Duft bezahlt habe. Ich habe 440 Euro für den Duft bezahlt. Das sind ja 4,40 Euro für den Milliliter. Das ist für mich so wirklich die Schmerzgrenze, wo ich sage, das bin ich noch bereit auszugeben, mehr aber auch nicht. Beim Xertschow Om ist es mehr oder weniger eine Ausnahme, muss ich ganz klar dazu sagen, weil der Duft mich einfach wirklich umgehauen hat. Das heißt, ich gebe nicht jede Woche für so einen Duft so viel Geld aus. Das muss wirklich ein Duft sein, der mich nachhaltig wirklich beeindruckt hat. Und das hat der Xertschow, als ich den das erste Mal vor jetzt schon mehr als einem Monat in Berlin gerochen habe. Da habe ich mir den Duft auf die Hand gesprüht, bin dann mit meiner Freundin wieder nach Hause gefahren, weil wir da ein längeres Wochenende in Berlin gemacht haben. Und der Duft hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich habe die ganze Zeit immer an dem Duft denken müssen, auch nachdem dann der Tag vorbei war und der Duft dann irgendwann nicht mehr auf der Haut wahrnehmbar war. Der musste her. Deswegen, für mich persönlich muss das ein Duft sein, der mich komplett umhaut. Also das kann jetzt nicht irgendwie so ein Duft sein, den ich das erste Mal rieche und dann sage, ja, der riecht ganz gut, gefällt mir. Das muss dann wirklich schon ein Duft sein, der mich richtig umhaut. Und so wird es sicherlich euch auch beim Diaghilev gehen. Und wir machen jetzt Folgendes. Ich habe natürlich keinen Flakon von dem Diaghilev da. Der wird auch nicht bei mir einziehen, weil, wie gesagt, ich habe euch gesagt, dass ich den persönlich zu teuer finde. Ich kann aber Folgendes machen. Ich habe vom... Und da geht der Gruß raus wieder an den Alexander Weiser, den ganz, ganz lieben Kerl. Der hat mir liebenswerterweise eine ganz kleine Abfüllung von dem Diaghilev zur Verfügung gestellt. Der hat mir auch noch, und das muss ich dazu sagen, auch noch eine Abfüllung von einem anderen Roger-Duft mitgeschickt. Und zwar, glaube ich, dem Parfüm La Nuit 2. Müssen wir nicht drüber reden. Ist nicht meine Kragenweide, aber war absolut lieb von dir gemeint. Alexander, deswegen auch in dem Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Ja, wie gesagt, ich habe hier nur die Probe da. Wir machen jetzt aber als erstes Folgendes. Wir gucken uns einfach mal zusammen die Informationen zu dem Diaghilev an und dann sprühe ich den auf und dann zeige ich euch noch einen Duft, den ich persönlich als ganz klare Alternative zum Diaghilev sehe.
und über den sprechen wir dann auch noch. So, wir gucken uns erstmal hierbei auf Parfumo ganz kurz die Informationen zum Duft an. Der Diaghilev von Roger Parfum ist 2010 erschienen, wird als hypoartig würzig eingestuft. Parfümeur, und das ist noch eine ganz spannende Geschichte, Parfümeur ist Roger Dove gelistet, also der Markeninhaber. Jetzt gibt es im Internet ein paar spannende Diskussionen zu dem Thema, wer wirklich die Düfte für dieses Parfümhaus kreiert, weil viele sind der Meinung, dass Roger Dove, auch wenn er sich im Internet in seinen YouTube-Videos auch immer als Parfümeur bezeichnet, viele zweifeln das an. Also viele sagen, man kann einfach in dieser Schlagzahl, in der der gute Herr die Parfüme wirklich für sein Haus raushaut, nicht diese Qualität erzielen. Es gibt im Internet, glaube ich, eine Datenbank, auf die kann man nur zugreifen, wenn man da wirklich ein Abo hat. Und das ist auch ein relativ teures Abo. Ich habe mir das mal angesehen. Ich habe da nicht selber eine Mitgliedschaft, aber ich habe da mir ein bisschen was dazu durchgelesen. Das ist sehr, sehr interessant, weil dann erfährt man halt wirklich nicht nur die Informationen, die auf so Seiten wie Parfumo oder Fragrantica stehen, sondern dann erfährt man auch wirklich, wer zum Beispiel der Lieferant für die entsprechenden Duftöle ist und sowas. Und da soll es unter anderem Ungereimtheiten bezüglich der Herstellung von den Düften von Roger Dove geben. Das sei mal nur so nebenbei erwähnt. Wie gesagt, 2010 erschienen, ist ein Chypre, also ein in der Kopfnote, ein Duft mit sehr, sehr zitrischen Noten und dann der Duft, der mit relativ viel Eichenmoos arbeitet und so weiter und so fort. Und wir werden das sehen, wenn wir uns dann den Duft mal ganz kurz aufsprühen auf einen Teststreifen, dass die Duftpyramide wieder zum Bersten voll ist. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ich habe hier einen Teststreifen da und wie gesagt die Abfüllung vom lieben Alexander. Und wir sprühen uns den Roger nochmal auf, beziehungsweise versuchen es, denn der Sprüher hier ist, lieber Alex, muss ich gleich mal dazu sagen, der ist nicht wirklich ein Sprüher. Ich habe eher das Gefühl, dass der wirklich nur tropft, aber so viel dazu. Ja, und dann haben wir hier den Duft drauf und wir gucken mal zusammen auf die Duftpyramide, die ich euch jetzt hier auch einblende. Da können wir mal zusammen drauf gucken. Ich lese nicht wieder alles vor, weil das ist so viel. In der Kopfnote, klar, das macht den Chypre aus. Zitrische Noten, also haben wir Bergamotte, Zitrone, Limette, Orange, Estragon. In der Herznote dann unter anderem schwarze Johannisbeer, Heliotrop, Jasmin, Pfirsich, Ylang Ylang. Und in der Basisnote, die ist dann noch vollgepackter, Ambra, Benzö, Zedernholz, Nelke, Gewürznelke, Kreuzkümmel, Guaiakholz, Leder, Eichenmoos, Patchouli, Zibet und so weiter und so fort. Und ich würde jetzt niemals sagen, dass der Duft schlecht riecht, weil das riecht er wirklich nicht. Das ist ein klassischer Chypre. Das Problem ist nur, und der riecht auch wirklich, muss ich sagen, toll. Das Problem ist nur, ich lege den nochmal ganz kurz zur Seite, dass der ein bisschen trocknen kann. Das Problem ist nur, dass es diese Duft-DNA schon gibt. Wer sich mit Düften ein bisschen mehr beschäftigt, der weiß, dass es aus dem Hause Guerlain den Mitsuko gibt. Der Mitsuko ist eigentlich ein Frauenduft. Und das ist das Interessante hier auch an dem Diaghilev. Den würde ich persönlich auch eher auf der eher feminineren Seite einstufen. Dass der Mitsuko von Guerlain ein sehr, sehr alter Frauenduft ist, auch ein Chypre. Und ich will nicht sagen, der riecht identisch zum Diaghilev, aber die riechen schon sehr, sehr ähnlich. Jetzt wissen wir ja, dass Roger Dove vor seiner Karriere als Labelinhaber und Parfümeur, wir sagen jetzt einfach mal, er ist der Parfümeur von den Düften, dass er da eine ganze Zeit bei Guerlain war. Und da ist es natürlich auch klar, dass man sich dann irgendwann von den Düften von diesem Haus vielleicht beeinflussen lässt. Jetzt habe ich persönlich allerdings das Problem, wenn ich mir das Preisschild von dem Duft anschaue und ich da sehe, dass da 1000 Euro gefordert werden, dass ich ehrlich gesagt nicht sehe, wo diese 1000 Euro hinfließen. Denn wir kommen jetzt mal zum ersten Punkt. Und das ist, und da will ich jetzt nicht irgendwie ein großes Fass aufmachen, aber ich weiß, dass viele immer versuchen, mit dieser Rechtfertigung sich ihre teuren Düfte
ja, mehr oder weniger schön zu reden. Die Leute sagen, hier in diesem Diaghilev für 1000 Euro, man riecht die Qualität raus. Das ist Wahnsinn, diese Qualität der Ingredienzen, das rechtfertigt den Preis absolut. Und da sage ich euch, nein. Es gibt keinen Duft, der die Qualität der Ingredienzen so rechtfertigen würde, dass ihr sagt, ihr müsst 1000 Euro dafür bezahlen. Ich will das euch mal ganz kurz an einem Beispiel zu verstehen geben. Die Leute sagen dann immer, Alter, diese einzelnen Noten, ich rieche wirklich die Qualität der Inhaltsstoffe. Ich bezweifle wirklich, dass ihr oder irgendjemand wirklich mit einer guten, geschulten Nase aus diesem Duft jetzt hier, der, und wenn wir uns die Duftpyramide angucken, da sind sicherlich, ich sag mal, 30 verschiedene Inhaltsstoffe an, davon gehe ich aus, an Originalölen drin und dann wahrscheinlich auch noch synthetische Inhaltsstoffe. Da kann mir keiner erzählen, dass er riecht, dass jetzt zum Beispiel die Bergamotte im Opening, dass die hochwertiger riecht als bei einem Duft, der vielleicht nur ein Zehntel kostet. Und Mitsuko, habe ich nochmal vor dem Aufnehmen geguckt, der kostet im Schnitt so 80, 90 Euro. Und da kann mir keiner erzählen, dass er jetzt zum Beispiel riechen kann, dass die Bergamotte hier in diesem Diaghilev, dass er da riechen kann, dass da der Kilopreis von dem Bergamotteöl zum Beispiel anstatt 10 Euro 100 Euro kostet. Das könnt ihr in diesem gesamten Konstrukt von einem Duft, könnt ihr das nicht rausriechen, weil ihr riecht hier nicht nur die Bergamotte, ihr riecht das Gesamte. Das heißt, ihr habt hier einen Duft, der aus so vielen Noten besteht, dass ihr mit Sicherheit nicht sagen könnt, dass zum Beispiel die Bergamotte, also die riecht viel, viel hochwertiger im Öl. Das könnt ihr nicht riechen. Das könnt ihr, und das würde ich euch zugestehen, das könnt ihr vielleicht riechen, wenn ihr den einzelnen Duftstoff riecht. Das heißt, wenn ihr wirklich unterschiedliche Bergamotteöle pur riechen könnt, also die entsprechenden Essenzen von dem Öl oder wenn es auch sein soll, die Absolus von dem Öl, da würde ich mit euch zustimmen, dass man da wahrscheinlich mit einer geschulten Nase die Unterschiede in den entsprechenden Inhaltsstoffen rausriechen kann. Dass ich sagen kann, das Öl von Zulieferer A, das preiswerter ist, riecht nicht so hochwertig wie das entsprechende Öl von Zulieferer B. Aber hier in diesem Duft, der aus so vielen Inhaltsstoffen besteht, könnt ihr die Qualität nicht rausriechen. Der riecht toll, da müssen wir uns nichts vormachen. Der riecht sehr, sehr gut, aber der riecht nicht wie ein Duft, der eine Qualität hat, die 1000 Euro wert ist. Denn das gibt es einfach nicht. Die Ingredienzen, die heutzutage auf dem Markt sind, das heißt die entsprechenden Öle, sind mittlerweile von der Qualität alle so gut, dass sie nicht scheiße riechen. Ja? Das muss ich jetzt einfach wirklich so salopp sagen, weil viele versuchen sich dann immer diesen Kauf zu rechtfertigen, indem sie dann sagen, ja für 1000 Euro kriege ich auch Inhaltsstoffe für 1000 Euro. Das ist nicht der Fall. Ihr kriegt hier sicherlich sehr, sehr hohe Inhaltsstoffe, beziehungsweise Inhaltsstoffe mit einer sehr, sehr hohen Qualität, aber die sind nicht bedeutend hochwertiger als von anderen Herstellern. Und das ist für mich einfach das Problem bei dem Diaghilev. Und da kommen wir dann zum zweiten Punkt, weshalb ich der Meinung bin, dass der sein Geld nicht wert ist, und das ist halt die Duft-DNA. Ich wäre bereit, für einen Duft so viel auszugeben, wenn das wirklich eine Duft-DNA ist, die ich zum ersten Mal rieche, wo ich wirklich sage, Wahnsinn, sowas habe ich in meinem Leben zuvor noch nicht gerochen, diese Duftrichtung, aber es ist ein klassischer Chypre. Es ist ein Chypre, wie es ihn seit, ich sag mal, 60, 70, 80 Jahren gibt. Und wie gesagt, gerade der Mitsuko, der hier oft als Referenz herbeigezogen wird, riecht wirklich sehr, sehr ähnlich zum Diaghilev. Und dann kann ich einfach so einen Duft mit diesem Preis nicht rechtfertigen. Wir kommen jetzt ganz kurz zu einem Punkt, beziehungsweise ja, zu einer Erläuterung, wo ich euch sage, dass ihr euch den Duft kaufen sollt. Wenn für euch 1000 Euro für einen Duft kein Problem sind, das heißt, wenn ihr dadurch nicht ein halbes Jahr lang nur trocken Brot essen müsst abends, dann kauft euch den Duft. Wenn ihr den unbedingt haben wollt und ihr sagt, ich möchte diesen Diaghilev für 1000 Euro kaufen, den gibt es auch mit ein bisschen Rabatt, vielleicht 10%, ja gut, dann kostet er vielleicht nur noch 900 Euro, dann kauft euch den. Aber kauft euch den nicht mit dem, vielleicht mit der Vorstellung, dass ihr euch dann einen Duft kauft, der in der Duft-DNA so einzigartig ist oder der von den Inhaltsstoffen so einzigartig ist, dass das zuvor noch nie gegeben hat. Denn das ist ja nicht.
Ihr kauft euch den Duft letztendlich, und das muss ich euch so sagen, wie es ist, ihr kauft euch den als Statussymbol, weil ihr sagen wollt, ich habe einen 1.000-Euro-Duft. Das klingt gut, das klingt toll, damit kann man, ich weiß nicht, ob man es als Angeben bezeichnen kann, aber man kann sich damit schon wichtiger machen, als man vielleicht ist. Dass man sagt, guck hier, ich rieche hier nach 1.000 Euro. Denn, und ich ziehe da manchmal ganz gerne den Vergleich zum Thema Uhren, in dem Fall wäre jetzt der Diaghilev eine überteuerte Rolex. Eine Rolex ist für mich, als auch jemand, der sich mit dem Thema Uhren relativ viel beschäftigt und der das auch als Hobby sieht, ist die Marke Rolex nicht mehr als ein Statussymbol. Das heißt, die Uhrwerke, die in Rolex-Uhren verbaut werden, sind qualitativ bzw. vom technischen Anspruch her nicht besonders hochwertig. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl hätte zwischen einer Grand Seiko mit einem Springdrive-Werk und einer ganz normalen, schnöden Rolex Submariner, würde meine Wahl immer auf die Grand Seiko fallen, weil ich da einfach wirklich einen technischen Fortschritt habe. Ich habe da einfach wirklich ein Uhrwerk, das so faszinierend ist und das meiner Meinung nach ein absolut technischer Meilenstein ist. Rolex kann auch bei der ganzen Verarbeitung zum Beispiel von ihren Gehäusen nicht mit dem entsprechenden Standard von Grand Seiko mithalten. Das heißt, ihr kauft hier, wie zum Beispiel bei einer Rolex, wirklich nur ein Statussymbol. Und so ist das meiner Meinung nach mit dem Diaghilev. Wenn ihr das Geld habt, dann kauft euch den Duft. Wenn das für euch kein finanzielles Problem ist, dann kauft euch den Duft, aber kauft euch den Duft nicht, weil ihr denkt, dass er irgendwie spezieller riecht als andere Düfte oder dass die Inhaltsstoffe höher sind. So viel zu diesem relativ langen Rant jetzt über den Diaghilev, der wie gesagt sehr, sehr toll riecht. Aber für mich persönlich auch, und das muss ich ganz klar sagen, für mich persönlich riecht er zu feminin, und das hat er halt mit dem Mitsuko gemein. Das ist ein Damenduft, das ist ein Chypre für Damen. Und wenn ich ganz, ganz böse sein will, dann sage ich, dass der Diaghilev ein bisschen wie eine betagte alte russische Frau riecht. Vielleicht wie eine sehr, sehr wohlhabende russische Frau, aber für mich persönlich, das sehe ich so, beziehungsweise das rieche ich so, ist das ein Duft, der eher in eine femininere Richtung geht. Jetzt kommen wir zur Alternative von dem Diaghilev, und wo ich sage, den könnt ihr als Mann eher tragen, er ist preiswerter. Wir kommen noch zu einem Punkt ganz kurz, den ich vergessen habe, beim Diaghilev Haltbarkeit hervorragend. Da merken wir wirklich, dass wir viel Geld ausgeben. Also ja, wir haben hier eine Haltbarkeit 14, 15 Stunden, gar kein Problem. Da spürt ihr wirklich die Qualität, beziehungsweise das spiegelt sich dann auch wirklich im Preis wieder. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Flakon hatte ich in der Hand, ist Geschmacksfrage, wirkt sehr, sehr hochwertig. Ich finde das vom Stil her einfach ein bisschen, ja, zu pompös, um das mal so zu sagen. Und ich finde auch, dass diese Verschlusskappen von den ganzen Rocher-Düften, gelinde gesagt, für mich wie ein Penis aussehen. Also das nur mal nebenbei. Wie gesagt, wir kommen jetzt zur Alternative, zum Diaghilev, der für mich als Mann deutlich tragbarer ist, der maskuliner riecht, der preiswerter ist, der vom Ansehen der Marke aber auch im Nischenbereich absolut top angesiedelt ist. Und zwar reden wir jetzt deswegen noch mal ganz kurz über den Amouage Goldman. Der Amouage Goldman, da gucken wir mal ganz kurz zusammen drauf. Der ist 1983 erschienen. Das heißt, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also der kam etliche Jahre vorm Diaghilev auf den Markt. Parfümeur ist Guy Robert. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz ein paar Bilder von dem Flakon in der Nahaufnahme. Und dann besprechen wir den Duft ganz kurz mit der Duftpyramide, die Duftbeschreibung. Und dann sind wir auch am Ende angekommen. Ja, wir haben hier den klassischen Amouage-Flakon, das ist schon einer der neueren. Magnetische Verschlusskappe oben, merkt man. Ansonsten sehr, sehr schön handlich auch. Die Seiten, in dem Fall hier bei dem Amouage Goldman, sind ja vergoldet. Das ist natürlich kein echtes Gold. Ja, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz zusammen den Amouage Goldman an. Ich blende euch hier in dem Fall nochmal die Duftpyramide ein. Wir haben hier in der Kopfnote Heckenrose, Maiglöckchen, Weihrauch, in der Herznote Iris, Jasmin und Myrrhe und in der Basisnote dann Amber, Eichenmus,
Moschus, Patchouli, Sandelholz, Zeder und Zibet. Und man kann jetzt nicht zwingend sagen, dass der 1:1 zum Diaghilev riecht, weil das tut er nicht. Aber, und ich weiß noch nicht mal unbedingt, ob ich ihn als Chypre bezeichnen würde, weil für den Chypre fehlt ihm einfach in der Kopfnote so diese zitrischen Noten. Aber wir machen jetzt Folgendes. Ich sprühe den hier noch einmal auf, weil das muss ich dazu sagen, das ist ein potentes Powerhouse. Und auch wenn das hier schon die neuere Version ist und die ältere Version sogar noch krasser ist, hält der auch unendlich lang und der ist in der Projektion auch, ich sag mal, relativ stark. Und wir haben hier, wenn wir jetzt das erste Mal dran riechen, wirklich auch einen sowas von wunderschön edlen Duft. Und das ist wirklich die Bezeichnung, wie ich den Duft wahrscheinlich wirklich als ehesten beschreiben würde. Das ist ein Duft, wie ich mir wirklich einen gestandenen Mann vorstelle, der weiß, was er ist, der mit beiden Füßen im Leben steht, der vielleicht auch schon ein paar Jahre auf seinem Buckel hat. Das heißt, das ist kein Duft für Jugendliche. Also ich würde den wirklich, ich meine, ich gehe jetzt auch erst auf die 35 zu, würde den aber tendenziell vielleicht sogar eher an Herren Ü40 sehen, vielleicht sogar noch höher einfach. Das ist wirklich ein sehr, sehr maskuliner Duft. Da muss man sich, das klingt immer bescheuert, wenn man das so sagt, aber da muss man sich schon seiner Männlichkeit auch bewusst sein. Das ist ein Duft, der mit einer sehr, sehr animalischen Note arbeitet. Wir haben ja hier in den Duftnoten auch gelesen, dass da Zibet drin ist. Aber, und wir gucken nochmal zusammen drauf, denn ich glaube, das ist vor allem die Jasmin, die wir hier riechen. Der hat eine leicht indolische Tendenz. Und indolisch heißt hier in dem Fall, dass ein Duft durch florale Noten, wenn die extrem eingesetzt werden, stellenweise ins Animalische driften kann. Und das haben wir vor allem gerade bei Noten wie zum Beispiel Jasmin, dass wenn die zu sehr im Vordergrund stehen, beziehungsweise wenn die sehr, sehr stark in einem Duft vertreten sind, dass die relativ animalisch riechen können. Und das haben wir hier. Jetzt haben wir natürlich auch noch in dem Fall Zibet drin. Das heißt, also der geht schon wirklich in eine richtig, richtig, richtig maskuline Richtung. Hat im Hintergrund auch, und das ist das, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das macht den Duft für mich absolut aus, hat der schon so eine leichte Seifigkeit von den Aldehyden, die hier mit Sicherheit auch drin sind. Und der geht dann, ihr müsst euch das so vorstellen, der geht für mich persönlich in eine Richtung von Chanel Nummer 5, nur in absolut maskulin für einen Mann. Und wie gesagt, ihr habt hier einen sehr, sehr floralen Duft. Also das ist wirklich ein Duft, der sehr, sehr stark auf florale Aspekte setzt, die aber gleichzeitig mit diesen animalischen Noten verbunden werden. Das heißt, ihr habt hier den Duft, der vordergründig in eurem näheren Umfeld, wenn ihr den Duft tragt, erstmal frisch blumig riecht. Wenn ihr aber näher rankommt, merkt ihr, dass da ein bisschen mehr Biss dahinter ist. Das heißt, ihr habt hier wirklich einen Duft, der sehr, sehr sauber riecht, der aber zur gleichen Zeit auch ein bisschen dreckig riecht, also durch diese indolischen Noten. Das heißt, gerade durch diesen Jasmin haben wir hier einen Duft, der, ich würde nicht sagen, ins Aggressive geht, aber der weiß schon definitiv, dass er ordentlich Bums unter der Haube hat. Und das ist dann halt, wo ich sage, der große Unterschied zum Diaghilev, der mir persönlich ja ein bisschen zu gefällig einfach bleibt. Beim Diaghilev muss ich auch dazu sagen, rieche ich die Früchte mehr raus. Also der hat auch hier ein paar Fruchtnoten drin, die den dann halt für mich wieder sehr, sehr lieblich und sehr, sehr weiblich machen. Und die fehlen dem Amouage Goldman halt komplett, weil der setzt wirklich nur auf floralen Noten, die so eine gewisse Sauberkeit rüberbringen. Die leicht seifigen Noten im Hintergrund, so durch die Aldehyde, und im Vordergrund aber stellenweise auch wirklich durch das Zibet, das hier stellenweise, ja, ich würde in dem Fall noch nicht mal wirklich sagen, dass es ein urinöser Einschlag ist, aber ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr von Yves Saint Laurent den Kouros kennt, den ich auch sehr, sehr liebe, dann geht das in eine ähnliche Richtung, dass ihr so merkt,
Das ist jetzt noch keine Animalik-Bombe, wo ihr wirklich sagen müsst, da habe ich Angst, mit dem Duft nach draußen zu gehen, weil die Leute sich wahrscheinlich nach mir umdrehen und denken, ist der in sein Katzenklo gefallen? Nein, in diese Richtung geht er nicht, aber er hat schon, ich sage ich mal, eine sehr, sehr animalische Handschrift, die aber, wie ich das einfach sehe, perfekt mit diesen floralen Noten verwoben ist. Das heißt, ihr habt hier wirklich eine perfekte Mischung aus einerseits einem Duft, der floral riecht, und ich persönlich verbinde nicht immer florale Noten mit Männlichkeit. In dem Fall ist es aber so toll gemacht, dass man auf der einen Seite, wie gesagt, diese floralen Noten hat, auf der anderen Seite diese stark animalischen Noten, die zum einen durch den Zwiebel kommen und die zum anderen auch durch die floralen Noten kommen. Und dann habt ihr insgesamt als Gesamtkonstrukt wirklich einen Duft, der sich so perfekt ergänzt und der halt eine so erhabene, ich finde einfach, der strahlt eine so erhabene Aura aus für einen Mann, wie ich es ehrlich gesagt von kaum einem anderen Duft kenne. Deswegen, wenn ihr sehr, sehr starke, aber auch zeitgleich sehr, 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 sehr gepflegte Düfte mögt, dann überlegt euch lieber das Geld in den Amouage Gold Man zu investieren, anstatt in den Diaghilev. Wenn ihr allerdings sagt, ihr kommt mit dieser leicht femininen Note von dem Diaghilev besser klar, ja, wie gesagt, dann stehen immer noch die 1000 Euro im Raum als Hindernis. Wenn das für euch kein Problem ist, dann ja, müsst ihr euch das überlegen. Wie gesagt, ich habe euch hier als Beispiel einfach mal den Amouage Gold Man gezeigt. Der ist für mich persönlich, wenn es um das Thema Chypre bzw. florale Düfte mit einer gewissen Animalik geht, eine ganz, ganz wunderbare Alternative. Und ja, wir sind dann letztendlich hier auch schon am Ende angekommen. Es ist wieder heute wahrscheinlich ein bisschen länger geworden, weil ich beim Diaghilev relativ ausschweifend über den Duft bzw. über die Gründe, den nicht zu kaufen, geredet habe. Was mich interessieren würde, habt ihr den Diaghilev schon mal gerochen? Wäre der euch 1000 Euro wert? Ist euch überhaupt ein Duft 1000 Euro wert? Lasst es mich einfach mal in den Kommentaren wissen, schreibt es mir mal rein. Und wir sehen uns dann, wie eigentlich in der Vergangenheit immer, hoffentlich beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Macht's gut.